So, es ist nun ein bisschen ruhiger, es ist ja kein Sommer mehr. Deshalb konnte ich warten, bis die Personen weg sind, damit ihre Stimmen nicht drauf sind. Also, ich möchte auch nochmal die Justiz auffordern, jetzt sofort zu handeln und zu schützen. Und selbstverständlich bin ich begeistert, wenn geistig Bemittelte zu mir spatzen hier und sagen und so, das alles nicht vergessen. Also halten Sie Abstand und nur schriftlich und Sie schützen uns und ich will hier Personenschutz. So und sonst möchte ich auch alle anderen Täter des organisierten Verbrechens und so, weil die sowieso kein Geld haben und wir da keine Regressforderung haben, vollständig zurückkriegen, dass die das ganze Zeug dann auch einatmen. Ne? Weil wir sind geschädigt, wir sehen aus, das ist ganz schlimm. Wir mussten unsere Diät abbrechen, weil die Vergiftungen wieder so doll sind. Also da habe ich einfach keine Lust zu. So, und ich möchte auch wissen, in welchen Krankenhäusern wir waren, möchte wissen, welche Ärzte uns behandelt haben, Schwestern und so weiter und so fort. Und das war ein Stasi-Psychiater, wenn er da im Gesundheitsamt arbeitet und dieser kleine Idiot Gottschalk auch. Und das geht natürlich nicht. Und ich möchte antworten, und selbstverständlich sind auch die Leiter der Kliniken und so dafür verantwortlich. Und man weiß da auch Bescheid. Und dass sich da die ersten Entschädigungen anlaufen. Und das möchte ich auch noch verwarnen. Hüten sich davor, da irgendwelche Ausreden zu entwickeln, warum wir Hirnschäden haben und so weiter, durch irgendwelche Zivilisationskrankheiten und all so einen Unsinn. Ne? Also, das werde ich Ihnen schon richtig zeigen und das erkennt man. Das möchte ich auch der Welt sagen. Man wird sofort feststellen, schon allein an unseren Haarproben, dass wir immerzu mit Heroin begast werden, also mit Heroindämpfen und die nicht die ausreichende Wirkung haben, dass man da so wegzieht und so weiter und so fort. Ne? Also man muss ja eine bestimmte Dosis haben beim Heroin, das auch immer gesteigert werden muss, damit sie da überhaupt fröhlich bleiben, dass man fröhlich ist, ich sag's mal so. Es ist ja unglaublich, dass man dich da so sein Hirn schädigt und dann noch als normal gilt, was im Psychologiebuch steht, dass man da, wie beispielsweise Schizophrene, dass man die dann, dass die unbedingt in eine Psychiatrie, in einer geschlossenen Psychiatrie behandelt werden müssen. So, und hier laufen diese heroinsüchtigen Penner einfach durch die Gegend und hier sehen sie hier eine Behörde und ich dachte mir Stasi. Das möchte ich da auch nochmal sagen. Oder nicht? So. Und deshalb möchte ich, dass die dann zur Verantwortung gezogen werden, weil ich will auch Geld sehen, weil die haben schöne Versicherungen, die Doktoren, und dann möchte ich sie da auch schön vor Gericht blamieren. Aber das muss unter uns bleiben, weil, also das möchte ich Ihnen doch jetzt schon sagen, so ein kleiner Drogenarzt oder so ein kleines Doktorhähnchen, so in meinem Alter, so, der denkt immer noch, der ist der Größte, weil er nie an seinem Charakter arbeitete. Das war bei mir anders. Ich habe ständig zugelernt und ich lerne jetzt auch noch dazu. Und also im nächsten Leben sicherlich, da werden Sie die Besseren sein, aber in diesem Leben werden Sie garantiert nicht an mir vorbeigekommen. Weil jetzt weiß ich, dass ich praktischer Arzt war in der Sowjetunion und Russland. Also ich hatte genug Praxis. Seit gestern weiß ich, dass ich in irgendeiner Psychiatrie, wahrscheinlich auch Gielsdorf oder so, praktisch gearbeitet habe, damit ich Erfahrung habe, wenn ich denn diese SED-Versagergenossen psychologisch behandeln musste, weil ihre Drogensucht zu doll war und ihre Ängste und so weiter und so fort. Dito, dann eben auch beim KGB. Das möchte ich doch hier auch nochmal wegen des Wahrheitsgehaltes nochmal eindeutig sagen. So, das war es eigentlich. So, ich will antworten. Ich will wissen, wo wir waren. Ich will wissen, was wir für eine Krankheiten haben. Ich möchte unsere Akten komplett haben. So, ich möchte wissen, was ich angeblich für ein psychologisches Problem habe. Das ist unglaublich, was man mir hier zumutet. Und weise da auch nochmal bescheiden darauf hin, dass auch der DDR-Geheimdienst und der sowjetische Geheimdienst bestimmte Personen ausgesucht haben, die psychisch relativ stabil sind. Und Sie können davon ausgehen, dass wir da zur absoluten Elite zählten. Und dass ich auch beispielsweise hier bei den deutschen Geheimdiensten gerade noch so mithalt. Würdest du noch irgendwas sagen wollen? Ja, also ich freue mich, dass das jetzt losgeht und dann fangen sie an. So, und wenn wir jetzt nicht eine Wohnung kriegen und hier nicht endlich wegkommen und sie helfen uns jetzt auch, dass wir unsere Wunschländer, dass wir dahin ziehen können, ne? Spreche auch schon mal die Bundesregierung an und alle, dann werden wir noch viel Spaß haben bis zu Weihnachten, oder nicht, Nadine? Weil die Menschen wissen langsam, dass wir gar nicht daran denken zu schwindeln oder dass wir uns irgendwie aufspielen und so. Weil da sind wir ein bisschen anders, sonst hätten wir nicht so viel erreicht in meinem Leben. So, und ich lerne nicht mein ganzes Leben und lass mir von irgendeinem Arzt oder irgendeinem anderen so dusselig kommen.
geschweige von Staatsanwalt oder Richter. Oder weiter runter nach vom Polizisten oder irgend so ein Pförtner oder sowas. Also sowas verbitte ich mir. Danke.